In diesem Video warten 7 neue Lackfronten mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, 11 Griffvarianten, neue Oberflächen, ein komplett überarbeitetes Innenleben der Schränke und ganz clevere Planungslösungen. Und lasst uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen bei Nobilia Küchen und dabei wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutzmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und eine gute Küche darf natürlich auch von Neuheiten leben, von Inspirationen. Und aus diesem Grund haben wir uns auf den Weg gemacht für euch und sind in die neue Hausausstellung von Nobilia gereist. Und was gibt's hier zu entdecken? Hier in der ersten Küche gleich eine ganze Menge, denn wir haben zum einen eine neue Front und zwar die Senso, eine Lackfront in schwarz-matt. Das Ganze ist grifflos ausgeführt. Hier haben wir gleich die nächste Neuheit, denn wir haben hier eine Bronze-Metallic-Kehlleiste. Dann passend dazu eine Arbeitsplatte, eine Schichtstoffplatte in Marmor-Carrara-Bronze-Nachbildung. Und das ist noch nicht alles, denn wir haben auch Bronze-Metallic-Nischenverkleidung. Wir haben eine Bronze-Spiegel-Nischenverkleidung. Und wir haben hier das Kochfeld, das X-Ray-Kochfeld von Nobilia, auch mit einer bronzefarbenen Bedruckung. Ja, und bei Nobilia bekommt ihr ja auch, wenn ihr das möchtet, eure Spüle, eure Armaturen. Das kann der Küchenplaner direkt aus dem Nobilia-Handbuch mit einplanen. Und da haben wir auch hier noch passend die Kombination bronzefarbene Spüle und bronzefarbene Armatur. In der ersten Küche gibt es natürlich schon jede Menge zu entdecken und wir wollen natürlich auch die Planungslösung nicht außer Acht lassen. Und wir haben hier einen neuen Schrank, den es noch nicht sofort gibt, aber der im Laufe des Jahres dann vom System her, vom Hersteller her dann freigegeben wird. Und zwar haben wir hier ein Highboard, welches wandhängend ist. Also es hat keine Verbindung zum Boden. Wir haben hier eine Tip-On-Schublade, wir haben die Gerätenische und wir haben oben drüber nochmal hier entsprechend die Einlegeböden für maximalen Stauraum. Wie ich finde, eine total clevere Lösung, gerade wenn es um offene Wohnküchen geht. Natürlich zählen nicht nur die äußeren Werte, sondern auch die inneren. Und wie bereits angekündigt, hat Nobilia das komplette Auszugssystem, Schubkastensystem umgestellt und wir haben ein neues Zargensystem und zwar haben wir hier die N-Box, einmal als Schubkastenvariante mit Innenschubkasten und wir haben natürlich hier die N-Box als Boxvariante. Das Ganze ist im Normalfall schiefergrau, hier jetzt noch die Applikation in Bronze, natürlich passend zu unserer Küche und ja, wir haben hier eine Unterflurzarge. Nobilia arbeitet hier zusammen mit Hettich, wie bereits bei dem Vorgängermodell. Und die Unterflurzarge, der Vorteil, ihr habt hier eine Breite der Zarge von nur 10,7 mm. Die N-Box gibt es natürlich in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Covern. Wie das Ganze aussieht, das werden wir uns jetzt im Laufe des Rundgangs immer wieder anschauen, denn hier ist einfach eine extreme Vielfalt geboten und somit könnt ihr eure Küche individualisieren, wie ihr das gerne möchtet. Und jetzt schauen wir uns die nächste an. Auch in dieser Küche gibt es wieder viele Neuheiten zu entdecken. Zum einen natürlich die Front. Wir haben wieder die Senso, die Lackfront matt hier im Farbton Oliv und das Ganze nicht nur als Front, sondern passend dazu das Wangmaterial und natürlich auch der Sockel, damit ihr hier ein einheitliches Design habt. Die Küche selber ist im Farbton Eiche Sierra mit den einzelnen Elementen hier abgesetzt. Sprich, wir haben Regal, Korpusfarbe in Eiche Sierra, wir haben die Borde. Und was passt jetzt dazu? Wir hatten ja die neue Zarge uns schon angeschaut. Und zwar haben wir jetzt hier natürlich passend das Eiche Sierra Cover für die N-Box. Das Ganze natürlich für den normalen Auszug, für den Innenauszug als Boxvariante und für den Innenschubkasten. Und da kommen wir dann auch schon wieder zu zwei neuen Varianten für die N-Box. Zum einen haben wir hier die Holzblende. Also wir haben hier keine Kunststoffblende oder Metallblende, eine Holzblende für die Innenschubkästen und Innenauszüge. Und das zweite Highlight ist, die komplette Küche ist mit Push-to-Oben ausgestattet. Denn mit der neuen Zarge besteht die Möglichkeit, hier einen Push-to-Oben-Beschlag für Schubkästenauszüge zu verbauen. Ist natürlich mehrpreispflichtig, aber somit
bekommt man natürlich, gerade wenn es in den Wohnbereich geht, hier sehr klare Linien. Apropos klare Linien, was stört in der Regel, wenn man im Wohnbereich oder in einer Wohnküche plant und man hat Hochschränke? Klar, die Frontaufteilung und ja, wenn man entsprechend mit den Geräten, mit den Vorratsschränken die passenden Lösungen findet, bekommen wir jetzt bei Nobilia Neu auch die durchgängigen Fronten für die Hochschränke. Natürlich gehen wir auch noch auf die Planungslösung hier ein, damit ihr für eure Küchenplanung natürlich auch die entsprechende Inspiration bekommt. Zum einen haben wir hier die geteilte Arbeitsplattenlösung. Wir haben in der Front die Regale und das Regaldeko zieht sich hier als Arbeitsplatte durch. Somit die Arbeitsplatte nochmal geteilt, hat ein Designelement, finde ich, eine sehr, sehr schicke Lösung. Wir sind auch aus den Hauptarbeitsbereichen mit der geteilten Arbeitsplatte etwas entfernt. Also von daher auch eine praktische Lösung. Dann die Vitrinenschränke, die ja eigentlich bei Nobilia aus dem Wohnbereich kommen. Denn dort, wo das Glas angeordnet ist, sind auch die Zwischenböden. Somit bekommt er hier natürlich auch ein wohnliches Design. Ja, und dann hatten wir ja die durchgängigen Hochschrankfronten angesprochen. Und damit das Bild nicht zerstört wird, hat man hier die beiden Backöfen schwebend in die Wand eingelassen. Auch das eine mittlerweile sehr beliebte Planungslösung, gerade wenn es um Wohnküchen geht. Ja, wenn wir über Wohnräume sprechen, dann zeige ich euch natürlich auch hier diese Einbauschranksituation, die hier präsentiert wird. Natürlich, die durchgehenden Hochschrankfronten kommen hier richtig gut zur Geltung. Und wir haben hier gleich die nächste Neuheit, denn wir haben hier die Nischenverkleidung. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht fühlen mit einem, ja, 3D-Effekt. Wir haben eine leichte haptische Erhebung, das Ganze trotzdem gedruckt und das Ganze nennt sich Stripewood Schiefergrau. Gibt es noch in verschiedenen anderen Dekorvarianten. Hier eine sehr, sehr stimmige Lösung und nicht neu, aber immer mit gerne zu erwähnen. Gerade wenn es um Wohnraum geht, haben wir hier die Regale mit der Facette. Ja, auch in dieser Küche gibt es jede Menge Neuheiten zu entdecken. Wir haben die Front Sensu in Schiefergrau. Die ist natürlich nicht neu, die gibt es schon. Aber was uns hier auffällt, wir haben Glasvitrinenschränke und die sind irgendwie anders aus als sonst. Denn Glasvitrinenschränke gab es doch in den Breiten, nicht in den. Das ist neu. Wir haben jetzt die Möglichkeit hier über Nobilia Glasvitrinenschränke in 30 cm Breite zu bekommen. Später im Video sehen wir das Ganze nicht nur als ja, glänzendes Glas, sondern als matte Ausführung. Hochinteressant und ja, ich mach mal diesen Schrank und diesen Schrank aus. Hat ja gerade gesagt, die Front ist schiefergrau und was fällt uns jetzt auf? Nobilia untypisch, die nächste Neuheit. Wir haben einen geschlossenen Schrank und der geschlossene Schrank ist in der Regel bei Nobilia innen weiß. Wir haben jetzt aber einen dunklen Korpus. Nobilia gibt uns jetzt mit der neuen Kollektion die Farbe Schiefergrau im Korpus nicht nur außen, sondern auch innen mit an die Hand. Das Ganze gegen einen kleinen Mehrpreis. Achtung, pro Schrank. Und hier könnt ihr dann nochmal wirklich eure Küche extrem optisch aufwerten. Und dann haben wir hier natürlich die N-Box als Innenauszug. Hier wieder die Box-Variante und dann in der Standardfarbe Schiefergrau. Also hier wirklich alles sehr stimmig aufeinander abgestimmt. Und dann machen wir hier mit den Dekoren gleich weiter. Denn im Tresenbereich erwarten uns auch gleich wieder mehrere Neuheiten. Zum einen haben wir hier das neue Material Como. Dann haben wir hier Como Eiche, Entschuldigung. Dann haben wir die Tresenstühle, die jetzt auch hier mit im Programm aufgenommen sind. Ihr kennt das ja schon aus dem letzten Jahr, dass ihr bei Nobilia auch Tische und Stühle bekommen könnt. Dann haben wir hier den nächsten neuen Griff, einen Eichegriff hier in Rund, das Ganze hier abgesetzt für die Kühlgeräte. Dann gehen wir weiter, haben hier gleich zwei neue Nischenverkleidungen. Einmal die Spiegelnische, jetzt im Farbton Schiefergrau und dann hier eine weitere 3D gedruckte, also von der Haptik her 3D gedruckt, Nischenverkleidung und die nennt sich Kaleidoskop. Was haben wir noch? Wir machen einfach mal hier den Schrank auf. Jetzt sieht man nochmal wunderschön den dunklen Korpus. Und was sehen wir noch? Wir haben hier eine neue
Innenkorpusbeleuchtung. Und diese sitzt jetzt nicht hier oben quer drin oder beleuchtet die einzelnen Fächer, sondern diese ist ganz filigran, sitzt hier vorne an der Korpuskante, das Ganze rechts und links und scheint einfach nach hinten in den Korpus. Dieselbe Beleuchtung haben wir gerade eben schon in den Vitrinenschränken erleben dürfen. Ja, und Thema Schiefergrau ist natürlich jetzt nicht nur die Front, der Korpus, die Nischenverkleidung. Schiefergrau ist auch das Innenleben, denn Nobilia hat ja komplett umgestellt und die ganzen Innenleben aus Metall sind jetzt halt auch alle im Farbton Schiefergrau. Das betrifft die Apothekerschränke, das betrifft die Eckunterschränke, also Le Mans, Karussell etc. Also das werden wir uns noch anschauen, aber hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Ja, jetzt hatten wir uns eben eine schiefergraue Küche mit schiefergrauen Korpus angeschaut, aber wir können natürlich auch den schiefergrauen Korpus wie hier mit einer Alpin-Weiß-Front kombinieren. Wir haben den Korpus schiefergrau, innen schiefergrau, haben die helle alpinweiße Front davor und was wir jetzt auch gleich sehen, der Push-to-Oben-Beschlag ist jetzt in den Korpus eingelassen. Ja, was gibt es hier noch zu entdecken? Hier gibt es natürlich planerisch gesehen einige Highlights. Zum einen haben wir, wie im letzten Jahr vorgestellt, die Kehlleiste Curve für die grifflose Planung. Wir haben hier wieder unterschiedliche Arbeitsplattenhöhen mit unterschiedlichen Arbeitsplattendekoren. Also hier kann man da wirklich nochmal gerade den Wohncharakter richtig gut hervorheben. Im vorderen Bereich sehen wir jetzt die Hocker, also nicht die Tresenstühle, sondern hier wirklich die Hocker oder Hochstühle. Passen natürlich im selben Ton, wie wir sie gerade eben gesehen haben. Und wir haben dann die Hochschrankregale nochmal mit den beleuchteten Böden. Ja, was ist neu? Neu ist der Griff der Durchgangstür, der runde, den haben wir auch gerade gesehen in Natur. Hier ist er jetzt Holz in Schwarz. Hier geht es dann direkt in den Hauswirtschaftsraum. Was haben wir hier noch? Und zwar, wir haben ja schon im Video über das Zargensystem gesprochen. Und was fehlt uns da noch? Natürlich fehlt uns jetzt noch die Zarge mit der Reling. Ja, und auch hier sehen wir wieder, dass mit dem Cover Bronze gearbeitet wurde. Für den Bereich die Reling jetzt ohne jegliche Applikation und natürlich, wie vor uns gerade angesprochen, das Innenleben auch hier komplett in Schiefergrau. Also die Organisationseinteilung jetzt auch vom Holz her direkt im Schiefergrau mit abgebildet, dass das alles hier wirklich aufeinander abgestimmt. Gleiches gilt natürlich auch für den Besteckeinsatz. Hier die Variante in Holz mit dem Farbton Schiefergrau. Passend zur Küche darf natürlich der Essbereich nicht fehlen, der natürlich hier farblich abgestimmt auf die Küche von den Stühlen über den Tisch bis hin hier zu der Wohnwand. Ja, und die Wohnwand ist jetzt natürlich schick geplant, aber nicht das Highlight, sondern das Highlight ist hier wirklich die Schwebetür, weil wenn ich die jetzt einmal nach links schiebe, haben wir hier die Bar gut versteckt und nicht gleich für jeden sichtbar. In dieser Küche haben wir ein neues Arbeitsplattendekor und zwar das Dekor Travertin Sandgrau. Wir sehen, wir haben unterschiedliche Plattenstärken. Wir haben das Ganze auch als Wangenmaterial. Und was wird noch deutlich? Klar, das Lichtkonzept. Nobilia ist hier eine Kooperation mit Philips Hue eingegangen, denn ja, Beleuchtung und Smart Home gehen mittlerweile Hand in Hand. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, in die Küchen auch entsprechend Philips Hue Beleuchtung einzuplanen. Wir haben hier Einbauleuchten, die das Ganze abbilden. Und ja, wen es interessiert, wir haben hier die Front Nova Lux in Alpin Weiß, eine Echtlack-Hochglanzfront. Und wir haben natürlich auch hier das neue Innenleben. Und da schauen wir einfach mal rein. Wir haben zum einen hier den Apothekerschrank als Unterschrankvariante. Natürlich jetzt hier komplett im Farbton Schiefergrau. Das Ganze natürlich auch dann für die Eckschränke. Da haben wir hier das Halbkarussell. Und auf der anderen Seite soll die Ecke auch nicht ungenutzt sein. Und da haben wir dann den Le Mans Schrank. Oder auch Nierenschrank genannt. Das Ganze natürlich auch hier wieder im neuen Innendekor Schiefergrau. Und dann gehen wir zu
einer nächsten Farbe, denn hier haben wir die Farbe im Licht. Und jetzt gucken wir uns nochmal Farbe in der Front an. Jetzt haben wir hier für euch ein sanftes Himmelblau, denn wir haben hier die nächste neue Anti-Fingerprint-Front aus dem Programm Senso, und zwar die Front Sky. Ja, Sky rundet jetzt das Senso-Programm ab. Wir haben eine matte Lackfront und das Ganze eben, wie gesagt, Anti-Fingerprint. Und somit haben wir in diesem Jahr drei neue Fronten bekommen. Ja, und wenn wir uns einfach mal die Übersicht des Senso-Programms anschauen, meine Frage an euch, welcher Farbton ist denn euer Favorit? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir schauen uns an, was es noch an Innenleben zu entdecken gibt. Ja, Anfang des Videos habe ich ja euch für die Neo Box noch ein paar weitere Varianten versprochen. Und ja, das halte ich, denn wir haben hier die Neo Box jetzt in der Variante mit Glasseite für den Auszug. Das heißt, wir haben hier den Metallteil, den Glasteil und die Reling. Ja, und was gibt es hier noch zu entdecken? Gehen wir eine Etage höher. Eingangs in der olivfarbenen Küche hatte ich euch gezeigt, dass der Innenauszug bzw. Innenschubkasten ein Frontteil in Holz hat. Hier haben wir jetzt die aufpreispflichtige Designblende, die hier den Schubkasten nochmal besonders hervorhebt, nochmal ein Stück weit veredelt. Ja, jetzt haben wir gleich zwei neue Arbeitsplattendekore. Zum einen Marmor Caspian Grau, der helle Ton, und als dunklen Ton Granit Bronze geflammt. Den haben wir hier als Tisch. Auch das eine Neuerung. Ihr bekommt jetzt bei Nobilia die Tischgestelle und dann passend mit, ja, etwas extravaganten, vordefinierten, ungewöhnlichen Formen. Ja, und was haben wir noch in dieser Küche? Wir haben hier die neue Echtlack-Mattlack-Front mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, die Softline. Die ist hier in Preisgruppe 5 einsortiert. Eine, wie ich finde, sehr edle Front. Das hat eine sehr gute Haptik, also schön samtig und ist umlaufend lackiert und sehr modern, weil wir haben nur einen 1,8 mm Radius. Ja, und jetzt wird es wieder Zeit für einen neuen Griff, und zwar für die Griffleiste in Bronze Metallic. Und ja, das ist die Griffleiste 810. Auch das Programm Structora bekommt hier eine neue Front, und zwar die Aishi Komo. Die Structora ist ja die Front mit der Synchronpore, heißt, wir sind hier in Preisgruppe 3. Und was ist auffällig? Das Holz ist, oder die Holzmaserung ist senkrecht. Ja, und die Structora bekommt noch einen zweiten neuen Ton, und zwar Nussbaum Milano. Den haben wir jetzt auch schon in zwei Küchen gesehen. Und das Ganze nicht nur als Front, sondern das komplette Umfeld bekommt ihr in diesem Dekor, außer die Kobusfarbe. Ja, und dann Thema Landhaus soll natürlich nicht zu kurz kommen, und dafür lassen wir jetzt einfach mal emotionale Bilder sprechen. Ja, mittlerweile ist ja bekannt, dass man aus Küchenmöbeln ja verschiedene Räume gestalten kann. Also dem Credo von Nobilia mehr als nur Küche. Und hier gibt es natürlich für das Bad oder den Wohnbereich dann auch eine Neuheit, und zwar die 10 cm starke Konsolenplatte. Die wird fertig mit den entsprechenden Konsolenträgern geliefert, dass ihr das Ganze frei hängend montieren könnt. Die Platte kann natürlich aber auch aufliegend auf die Schränke montiert werden, wer das möchte. Und ja, das Ganze gibt es in 5 Dekorvarianten und in 5 festgelegten Breiten. Jetzt habe ich noch ein ganz besonderes Highlight für euch, denn Nobilia gibt uns neu
Echtholz Furniermöbel, solitäre Möbel. Wir haben hier ein Furnier, ein Native Oak gebürstet. Das Ganze natürlich hier im Korpusbereich, im Frontbereich. Das Ganze natürlich auch innen im Korpus. Ja, und diese solitären Möbel bekommt ihr jetzt als Highboard, als Sideboard, das Ganze auch als Vitrinenausführung. Ihr bekommt die passenden Wandpaneele für euren Wohnbereich und auch die entsprechenden Tischplatten für die Couch- und Esstische. Ja, das war unsere Reise durch die neue Welt von Nobilia. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Weitere inspirierende Videos für eure Küchenplanung findet ihr über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.